wollten mal wissen, was eigentlich mit dem ganzen Müll aus unserer Botschaft passiert. Normalerweise wird er von der städtischen Müllabfuhr abgeholt, aber vieles von dem Müll kann auch noch verwertet werden, und zwar auch hier in Thailand. Und das passiert unter anderem hier mit Hilfe von der Firma von Kumanat, die wir uns heute mal anschauen. Bisher war es so, dass die Putzfrauen die verschiedenen Sachen aus dem Müll aussortiert haben, die man recyceln kann. Und hier bei Kumanat werden dann die verschiedenen Sorten von recycelbarem Plastik nochmal aufgetrennt und an verschiedene Firmen weiterverkauft. Hallo, das ist Kumanat, der Besitzer von dieser Mülltrennungsfirma, der so freundlich war, uns einen Einblick zu gewähren. Und er wird uns jetzt aufklären über die verschiedenartigen Plastiksorten, die alle verschiedenartig recycelt werden. Also diese bunten Plastikflaschen bitte vermeiden, wenn es geht, weil die können kaum abgekauft werden und die sind sehr schwer weiter zu recyceln. Also diese klaren Plastikflaschen, die kann er sehr gut verkaufen, die können gut weiter recycelt werden. Und auch die weiß getönten sind okay. Und auch diese festen Plastikbecher, die können auch noch weiter verwertet werden. Aber diese Plastikflaschen, die so dünn sind und knickbar sind, die sollte man wirklich vermeiden, weil die kann man fast gar nicht mehr weiter verwerten. Kumanat wird uns etwas über die Glastrennung sagen. Auch Glas wird weiterverwertet, deswegen ist das auch ein wertvolles Produkt. Er sagt, es gibt grünes Glas, das klare und dann auch das braune Glasflaschen und er kauft alles ab. Die Flaschen werden nach Farben getrennt, werden weiterverkauft und er sagt, das grüne Glas verkauft sich am besten. Also von der Reihenfolge ist grünes Glas am besten zu verkaufen, dann kommt das klare und dann das braune Glas. Wir wollten auch wissen, und deswegen haben wir Kumanat gefragt, was ist denn eigentlich gar nicht recycelbar und welche Produkte sollten wir vermeiden? Kumanat war mir einfach die Recyclingmedaille, ich wurde legiert. ก็มีหนึ่งก็ขวดสีครับขวดสีเขียวขวดสีเหลือง also die bunten Plastikflaschen also wie eben diese grünen Spriteflaschen oder auch diese gelben Eisteeflaschen ดับสองก็โฟมครับประเภทโฟม ja und alle Arten von Styropor können nicht recycelt werden ดับที่สามก็พวกหมึกอิงหมึกเครื่องพิมพ์อะไรนะครับ Druckerpatronen können auch nicht recycelt werden. Und auch diese Plastikordner, also diese, die wir in den Büros verwenden, also keine Plastikordner verwenden, die können auch nicht recycelt werden. So, und wir wollten auch wissen, wie sieht es mit Papier aus? Oh, ja, kam von Manat, hier gab es gerade, ne? ก็กระดาษที่เราคัดแยกกันนะก็มีอยู่3ประเภทนะคือกระดาษเรียกกระดาษจับจั๊วหรือกระดาษสีตัวนี้แล้วก็อย่างคือหนังสือพิมพ์แล้วก็กระดาษ A4 กระดาษขาวและกระดาษขาว Also macht drei Unterscheidungen wenn wir Papier weiterverkaufen an ihn also zwischen bunten Papier dann Zeitungspapier und weißes Papier คือถ้าแยกตัวนี้มันจะได้ราคาแพงนะตัวนี้ก็จะถูกลงมาAlso er sagt, was sich am besten weiterverwerten lässt und recyceln lässt, ist weißes Papier. An zweiter Stelle kommt natürlich buntes Papier und dann, er sagt, Zeitungspapier ist sehr schwer weiter zu verkaufen. Man findet da kaum Abkäufer. Und was gar nicht recycelt werden kann, ist halt
Papier in Kombination mit Plastik. Das kann man gar nicht recyceln. Und Pia, wie hat es dir gefallen? Also ich fand das heute super interessant. Ja, also wir haben echt viel erfahren und das ist hier eigentlich so der Anfang der Recycling-Kette. Was wir bei uns aussortieren, kommt hier hin und wird dann auch eine unglaubliche Zahl von vielen Unternehmen weiterverteilt, die dann wiederum sich um die Weiterverarbeitung Schritt für Schritt bis hin zum Recycling kümmern. Mhm. Was ich auch interessant fand, war, dass man zum Beispiel auch CD-Hüllen recyceln kann oder auch gebrauchtes Fett, Öl aus der Küche. Ja, was noch? Was uns überrascht hat, dass man das tatsächlich recyceln kann. Genau, aber dass es eben auch so ein paar Sachen gibt, die No-Gos sind, die man überhaupt nicht weiterverwerten kann, wie eben Styropor oder die bunten Plastikflaschen. Und da können wir vielleicht auch nochmal darauf achten, dass wir versuchen, die zu vermeiden. Also in diesem Sinne, happy recycling, everyone!